So, dann wollen wir doch mal hinter diese Tür gucken, hinter der uns schon die Feuerelementare erwarten. Und das erste haben wir schon mal gleich eingefroren und ich sehe noch zwei weitere dahinter. Okay, nächstes eingefroren. Diesmal klappt das sogar mit dem Einfrieren ziemlich gut. Tür zu. Habe ich noch genug Feuerfeuer? Ja. Aber jetzt muss ich kurz schlafen, dass sie etwas Mana, etwas Energie wiederkriegt. Und dann kümmern wir uns um das letzte Feuerelementar. Ach, das hat jetzt schon mal ganz gut geklappt. Und ich muss dran denken, wann hat sie ihr Level up? Dauert noch ein bisschen. Was machst du denn da drüben? Komm hierher. Genau. Dankeschön. Gut, da hat uns doch noch ein Feuerball erwischt. Den Raum kenne ich auch noch. Wenn ich da runterspringe, gucken wir einfach mal. Lande ich in einem Raum mit einem Heilkraut. Was zu essen für Talisa. Und ihr könnt auch mal was vertragen. So. Hier gibt es sonst nichts. Okay. Wieder hoch, bin ich wieder hier. Dann gehen wir mal hier. Hier ist schon mal die Treppe nach unten. 3000 Erfahrung für das Dungeon Level. Eine Armbrust, die wir nicht brauchen. Knöpfchen vielleicht. Sehe ich jetzt soweit keinen. Und das hier ist das tolle Tanzrätsel. Okay, wir müssen. Beim letzten Mal war es so, die Dinger abfangen. Jupp. Und wenn wir es nicht schaffen, sie abzufangen, dann werden wir ra hier raus teleportiert, wenn sie hinten in den Dinger landen. Ja, wie soll das gehen? Ich kann nicht zwei auf einmal abfangen. Komm. Und ich höre es dauernd, wenn sie hinten reinkommen, Klick machen. Das war jetzt etwas seltsam. Oh, ist es jetzt vielleicht andersrum? Wir dürfen uns nicht von ihnen treffen lassen. Okay, es macht immer Klick, wenn sie reintreffen. Okay, wir dürfen wahrscheinlich wirklich nicht getroffen werden. Okay, jetzt wurden wir, glaube ich, getroffen. Jupp, wurden wir. Also ja, in dem Fall dürfen wir uns nicht treffen lassen. Und am besten immer schön in der Mitte bleiben, dass wir wissen, in welche Richtung wir ausweichen müssen. Okay, jetzt sind wir wieder in einen reingesprungen. Das war wieder schlecht. Aber ja, ich hab's, glaube ich, wieder in einen reingesprungen. Ich hab's, glaube ich, einigermaßen raus, wie das gehen soll. Weil sie abfangen ist eigentlich nicht mehr möglich, wenn zwei auf einmal geschossen werden.
Ah, das war falsch. Okay, jetzt werden die Doppelpacks abgeschossen. Langsam habe ich ja auch ein bisschen die Sequenz raus. Und ja, Tatsache. Und zwei Bücher. Was haben wir hier? Das Handbuch der Selbstmeisterung. Willenspower plus 2, Energie plus 5. Hallo. Und Manual of Deflection. Armor plus 3, Protection plus 1. Gucken wir mal kurz. Was würde es bringen, wenn ich hier Armor plus 3 mache? Nichts. Da brauche ich nämlich noch einen Punkt für mehr Health. Was würde ihm Armor plus 3 bringen? 15 Health. Okay. Und er ist eben mehr auf Protection getrimmt. Er ist Protection und Evasion. Deswegen kriegt er das hier. So, 15 mehr Lebenspunkte. Mein Bradway hat immer noch mehr als er, aber ist trotzdem gut. Jetzt sind sie behalten sie beide wenigstens ordentlich was aus. Sie könnte mal ein bisschen mehr Vitality gebrauchen, fällt mir gerade so auf. Auch mehr Lebenspunkte. Aber kriegt sie ja leider nirgendwo wirklich. Sie kriegt nur Energie und Willpower. Aber gut, wir haben das nette Secret hier auch gelöst. Und neue nette Bücher gefunden. Und jetzt geht's hier nach unten. Und hier haben wir schon mal eine Schriftrolle für Schockschild. Schockresistenz plus 3. Wer könnte das denn gebrauchen? Er hat 33, er hat 0, sie hat 51 und sie hat auch 0. Naja, ich würde sagen sie, weil sie die wenigsten Lebenspunkte hat, kriegt sie plus 3 auf Schockresistenz. Elana, so. Ein Kraut, Gegengiftkraut, noch ein Gegengiftkraut, eine Fackel. Dann gucken wir mal hier weiter. Die Kammer des Dismantlers. Und ja, ich erinnere mich an diese Kammer. Oh, und ich erinnere mich auch an diesen Knopf hier. Moment. Gucken wir mal kurz. Der müsste hier in dem Bereich sein. Genau. Also Treppe wieder hoch, darum. Aber erst gucken wir uns hier zu Ende um. Nicht, dass hier irgendwas Gemeines hier rumtanzt. Um den blauen Kristall rum, so wie die Jungs da zum Beispiel. Ihr seid neu hier, oder? Und ihr bewacht die Tür, die den Zahnradschlüssel braucht. So, noch ein Kraut. Und hier ist schon der Weg nach unten. Und nein, da will ich garantiert noch nicht hin. Das ist nämlich der Gorumok-Tempel, Etage 1. Und vorher will ich wirklich hier die Vault des Dismantlers machen. Weil ich habe gerade, man hat ja gerade schon gesehen, ich habe keine Erfahrungspunkte gekriegt, als ich hier an die Treppe gegangen bin, was auch irgendwie Sinn macht, weil ich das Gebiet hier gar nicht abgeschlossen habe. Es wäre auch ein bisschen zu leicht. Da ist die tanzende Spinne und ja, die läuft auf den Druckplatten rum und aktiviert immer die Blitzfelder. Aber gut. Hier ist nichts soweit und hier waren auch, glaube ich, keine Secrets, weil ich mich recht erinnere.
Guck aber trotzdem mal die Wände ein bisschen ab. Doch, hier ist was. Ein Spinnennest. Hier unten ein Spinnennest. Hm. So. Spinne weg. Secret gefunden. Erstmal Milkweed. Gegen Durchfall. Noch eine Spinne. Mana-Trank, Pflänzchen. Wir haben wirklich viele Pflanzen davon. Und was haben wir hier? Einen Flegel. Macht mehr Schaden, hat aber auch eine geringere Trefferwahrscheinlichkeit. Naja. Kann irgendwer den hier mit sich rumtragen? Nö. Und Gewicht können wir gerade auch keins abgeben. Dann musst du erst einmal hier bleiben, Hammerlein. Noch ein Grimcap zum Essen. Sie könnte eigentlich mal ihre Kiste mit den ganzen Grimcaps irgendwo ablegen. Weil der Trank, für den man die braucht, der ist nicht so besonders toll. Aber gut. Jetzt geht's erstmal wieder nach oben. Sind wir bei der Treppe und müssen da wieder rum. Und Fackel geht aus. So. Ja, hier sind wir richtig. Und hier, genau hier. Jetzt müssen wir uns beeilen. Es ist nämlich hier was aufgegangen und geht, glaube ich, gleich wieder zu. Genau. Schnell wieder drücken. Jetzt geht es wieder auf. Und genau. Und so können wir nämlich, nachdem wir das Secret gefunden haben. Hier stehen immer diese schicken Steinstatuen. Die sehen so menschlich aus. Warum stehen hier Statuen von Menschen rum? Und hups, das wollte ich nicht. Ich wollte hier geradeaus gehen. Genau, jetzt sind wir nämlich auf der Seite hier von der Vault des Dismantlers. Genau, hier standen wir und haben den Zettel, den ich gerade weggeworfen habe, aufgehoben. Und ja, jetzt können wir uns hier drin umsehen. Erst einmal hier lang gehen. Feuerelementare hören. Und wow. Ogre ist gemein. Aber dafür ist der Flegel schön stark. Eingefrorener Ogre ist nicht ganz so gemein. Wenn man bei ihm Schaden macht. Ein Schaden. Ja. Und Elana hat ihr Level up. Was steht denn hier? Lightning Conduit. Also die Blitzröhre. So, jetzt machen wir mal bei Elana ein Level up. Zwei Punkte in Feuermagie. Und zwei Punkte in Eismagie. So.
Das kann sie nämlich. Genau, ein Feuerburst. Den werden wir im Goromok-Tempel unten brauchen. Warum, das werdet ihr dann sehen, wenn es soweit ist. Ich will da nicht zu viel jetzt vorwegnehmen. Aber ich weiß, dass wir den gebrauchen werden. Gut, noch eine Fackel. Und dann würde ich sagen, bevor wir die Conduit öffnen, speichere ich hier erst einmal wieder. Bis gleich.